So, guten Morgen. Eine Sekunde noch. So. Hallo und herzlich, guten Morgen und herzlich willkommen an alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Ich entschuldige mich, dass wir heute spät anfangen. Wir hatten heute Morgen ein paar technische Probleme, die wir jetzt unter Kontrolle bekommen haben. Die Internetleitungen waren heute Morgen einfach in der Nachbarschaft irgendwie überlastet und man kam nicht ins System rein. Ich werde jetzt aber anfangen und ich hoffe, dass Sie mir auch weiterhin dann in den nächsten 45 Minuten gut folgen können und Ihnen das Programm Snagit dann etwas näher bringen kann. So, ein paar Punkte direkt am Anfang. Ich hoffe, Sie können mich jetzt auch alle hören. Ich werde dieses Webinar heute aufzeichnen, sodass Sie alle eine Aufzeichnung erhalten und es sich auch im Anschluss anschauen können. Und zudem haben Sie auf der rechten Seite in Ihrem Go-to-Webinar-Fenster auch ein Frage- bzw. ein Chatfenster, wo Sie mir im Laufe des Webinars auch gerne Fragen stellen können, auf die ich dann an bestimmten Punkten dann auch gezielt eingehen werde und dann natürlich auch beantworten werde. Ja, gut, an dieser Stelle würde ich ganz gerne eine minimal kurze Umfrage mit Ihnen machen. Ich hoffe, Sie sind jetzt alle noch am Ball, auch wenn wir ein bisschen später angefangen haben. Und zwar interessiert es mich so ein bisschen, wer eigentlich jetzt heute dabei ist. Und deswegen habe ich gerade zwei kurze Umfragen. Das erste wäre, welche Version von Snagit Sie eigentlich momentan verwenden. Ja, und da haben Sie die Möglichkeit, zwischen entweder Snagit 2020, das ist die aktuelle Version, zu wählen, oder wir haben noch die älteren Versionen 2019 oder 18 und davor war dann Version 13 oder noch älter. Ja, wenn Sie mir hier kurz Feedback geben könnten, das wäre super, damit ich einfach so ein bisschen weiß, wo ich die Schwerpunkte im heutigen Webinar legen sollte. Und das sieht schon mal sehr gut aus. Gut, dann schließe ich mal gerade die Umfrage und zeige auch Ihnen die Ergebnisse, sodass Sie das auch alles selber sehen können. Und es scheint, als ob wir die Mehrheit der Benutzer auf der aktuellsten Version haben. Auch die Version unter 2019 und die von Ihnen, die Version 13 noch benutzen. Viele von dem heute gezeigten ist auch auf diese älteren Versionen übertragbar. Und in dem Sinne, denke ich, werden wir alle auch heute auf unsere Kosten kommen und hoffentlich viel über den Umgang mit Snagit auch lernen. So, meine zweite Frage wäre noch kurz. Moment. Einfach um zu gucken, was der Wissensstand ist. Wie gut kennen Sie sich eigentlich mit Snagit aus? Und hier haben wir gebe ich Ihnen drei Optionen, und zwar gar nicht. Sie fangen gerade erst an oder so mittelmäßig. Sie kommen ganz gut klar. Oder wenn Sie sich selbst als Profi einschätzen, ist das natürlich auch super. Geben Sie das einfach an, einfach damit ich so ein bisschen weiß, ja, was der Wissensstand im Raum ist, damit ich ein bisschen die Schwerpunkte legen kann. Gut, dann die Antworten sind da. Dann schließe ich das mal gerade und zeige es auch Ihnen nochmal. Ja, und Profis haben wir heute anscheinend keine dabei, das ist in Ordnung. Und ansonsten, ja, Sie sehen ja, wo wir liegen, 30%, 33% Anfänger, zwei Drittel ungefähr so mittelmäßig mit dabei. Das passt ganz gut. Wir werden nämlich heute mit Snagit zwar relativ einfach anfangen, ja, uns dann aber schnell in die Anpassbarkeiten von Snagit hineinfuchsen. Das heißt, selbst wenn die ersten zwei, drei Sachen für Sie, ja, falls Sie die bereits kennen, bleiben Sie am Ball. Wir werden dann tiefer einsteigen. Gut, ich schaue mal gerade das Fragefenster. Okay, super, alles gut soweit. Ja, gut, was ich dann eigentlich noch sagen möchte, ist, los geht's, denn ich will jetzt auch gar nicht mehr Zeit mit PowerPoint verbringen, sondern ich steige dann jetzt lieber direkt in das eigentliche Snagit ein. Und hierzu wechseln wir jetzt auch einmal kurz auf meine andere Arbeitsoberfläche, damit wir unter Windows unterwegs sind. Windows ist, ja, ich vermute mal, bei den meisten von Ihnen die Plattform, die Sie verwenden. Ja, es gibt minimale Unterschiede zu der Mac-Plattform. Auf die werde ich dann auch noch gezielt eingehen, wenn wir an diesen Punkt ankommen. So, als allererstes möchte ich Ihnen kurz den Umgang mit der Capture-Oberfläche, also der Aufnahmeoberfläche von Snagit, erklären. Wenn Sie Snagit zum ersten Mal öffnen, ja, kann es gut sein, dass Sie es auf dem Computer noch gar nicht so richtig sehen. Das heißt, dann müssen wir Snagit erstmal ein bisschen suchen. Und Snagit wird auf Windows durch dieses rote S für die Aufnahmekomponente und das blaue S, ich hoffe, das sehen Sie hier unten am Rand, für den Editor repräsentiert. Ja, es kann sein, dass Sie auf Ihrem Computer manchmal das rote S hier unten sehen. Wenn Sie Snagit am Laufen haben, dann können Sie draufklicken und somit die Capture-Komponente oder den Capture-Teil aufmachen. Wenn Sie Snagit hier unten nicht sehen, ich mache das hier einfach mal weg, dann verschwindet es auch ganz gerne mal. Ja, und dann ist es manchmal komplett weg. Und da muss man einfach kurz gucken. Meistens hat es sich bei den Windows-Leuten hier
Hier unten in der Zoom-Leiste sage ich schon, Task-Leiste, Menü-Leiste, in diesen kleinen Menüpunkt eingenistet. Also sagen, wissen Sie einfach, wenn Sie Snagit suchen, kann es gut sein, dass es sich hier unten versteckt hat. Und dann können wir es mit einem Klick wieder aufrufen. Und ansonsten kann man natürlich auch über die Systemsuche das Programm immer wieder finden. So, kleiner Schwung rüber auf die Mac-Seite, denn da möchte ich das auch mal ganz gerne kurz zeigen. Ja, wenn wir uns hier auf der Mac-Seite befinden, ups, falsche Taste. Auf der Mac-Seite finden Sie die Aufnahmekomponente sitzt hier am oberen Bildschirmrand in der Menüleiste. Da haben Sie ein kleines S, das kann ich jetzt gerade nicht gut zeigen. Aber da können Sie dann diese gleiche Komponente aufrufen, die genauso aufgebaut ist. Ja? Und die ist so aufgebaut, dass Sie hier auf der linken Seite drei Reiter haben, oder drei Tabs, sage ich mal. Das erste ist All in One. Da haben Sie die Wahl zwischen einer Bild- und einer Videoaufnahme. Darunter befindet sich die Komponente für Bildaufnahmen, wo Sie direkt eine Bildaufnahme starten können und auch hier auf der rechten Seite dann verschiedene Einstellungen haben. Das passen wir auch gleich noch an. Und zuletzt haben Sie hier den Reiter Video, mit dem Sie direkt eine Videoaufnahme aus Snagit heraus starten können. Ja, an dieser Stelle würde ich aber ganz gerne mal mit dem All-in-One arbeiten, denn ich finde, das ist für die meisten Anwender das angenehmste, weil es uns diese Flexibilität gibt, erst nach der ersten Auswahl auszusuchen, was eigentlich aufgenommen wird. Und ich zeige mal gerade, was eigentlich hinter diesem All-in-One dahinter steckt. Dazu gibt es hier so einen kleinen Pfeil, da kann ich mal kurz die Einstellungen aufmachen. Und dann sehen Sie, wenn wir eine Aufnahme treffen, was wir gleich tun werden, können wir uns einen Bereich auswählen, den wir aufnehmen. Und zur Weitergabe ist noch nichts vordefiniert. Dafür öffnet sich dann im Editor. Ich kann bereits im Vorfeld definieren, ob meine Aufnahme in die Zwischenablage gelegt werden soll, ob der Cursor mit dabei sein soll. Und diese Verzögerung, die ist dafür praktisch, wenn man zum Beispiel ein Dropdown-Menü aufmachen möchte oder aufnehmen möchte und einfach wie ein Zeitauflöser bei einer Kamera ein paar Sekunden braucht, um sich selbst oder seinen Mauszeiger in Position zu bringen, bevor dann die Aufnahme gestartet wird. So, ich mache jetzt mal gerade hier ein Fenster auf, dass wir das hier als Beispiel haben. Einfach ein ganz normales Browserfenster. Und hierzu öffnen wir jetzt auch nochmal das Snagit-Aufnahmefenster. Und ich klicke jetzt einfach mal auf das Capture-Profil All-in-One, also hier links. Und ich klicke mal auf den roten Aufnahmeknopf. Und dann sehen Sie, wie ich, ja, ich hoffe, ihr könnt ganz gut sehen, wir haben jetzt hier so ein Fadenkreuz bekommen, ein gelbes, ja. Und mit diesem Fadenkreuz können wir aussuchen, was aufgenommen werden soll. Am oberen Bildschirmrand sehen Sie oft die Option Vollbild. Da kann ich dann mit einem Klick das gesamte Bild aufnehmen. Sie sehen vielleicht auch, dass mit dem Fadenkreuz bereits mein Browserfenster so mit diesen, ja, diesen gestrichelten Ameisenlinien hier am Rand hervorgehoben wird. Dadurch Snagit erkennt automatisch gleich dieses gesamte Fenster und ich könnte dies mit einem einzelnen Klick, ich mache das mal kurz, komplett oder auswählen, wie ich das jetzt gemacht habe. Dann bekomme ich hier unten diese zweite Aufnahmeleiste, wo ich dann meinen Capture-Modi definieren kann. Aber ich kann auch noch mal meine Auswahl wiederholen. Und ich zeige das Ihnen noch mal, weil ich das sehr praktisch finde. Wenn Sie hier draufklicken, bekommen wir einfach wieder unser Fadenkreuz und können dann eine weitere Auswahl treffen. Und was ich so oft mache, ist zum Beispiel einen Bereich meines Bildschirms auszuwählen. Wenn ich nicht alles aufnehmen muss, sondern nur einen Teilbereich, klicke, halte und ziehe ich, um genau diesen Bereich dann auszuwählen und zu markieren. Und dann bekomme ich den sogenannte ja, Aufnahmeauswahl. Ja, das ist diesen Balken, den wir hier unten schon gesehen haben. Und hier habe ich die Option, dann ein Bild aufzunehmen, ein Video oder auch ein Panorama-Capture. Das zeige ich nachher noch. Den Panorama-Capture sind für scrollende Aufnahmen gemacht. Sprich, wenn Sie eine Aufnahme oder einen Bereich haben, der über Ihr Fenster, über Ihren Bildschirm hinausragt, wie eine lange Webseite, ein PDF, irgendwelche Google Maps, Online-Karten, lassen sich damit super gut auch auffangen. Ja. Dieser Aufnahmebereich lässt sich auch nochmal feinjustieren, indem ich hier einfach den gelben Rand nehme und ein bisschen in die Breite und Größe ziehe. Und somit gibt auch Snagit mir hier die volle Kontrolle, um genau erstmal das aufzunehmen und zu markieren, was aufgenommen werden soll. Ja, das hilft mir dann ein bisschen einfach nochmal bei der Feinjustierung der eigentlichen Aufnahme. Sie sehen vielleicht auch schon hier unten, dass hier unten die eigentliche Dimension oder die Größe meines Aufnahmebereiches angegeben wird. Da kann ich auch hier dann mit einem einfachen Doppelklick, kann ich dann, jetzt machen wir 500 eingeben und dann sehen Sie auch schon, dass sich mein gelber Aufnahmebereich hier ein bisschen von der Breite her verbreitert hat und jetzt 500 Pixel breit ist. So, wenn das alles stimmt von der Aufnahme her, dann klicke ich auf mein Bildcapture. Dadurch wird ein Foto gemacht von dem Bereich auf meinem Bildschirm, das ich ausgewählt habe.
Und dies öffnet sich dann hier im Editor zur weiteren Bearbeitung. Hier werden wir auch gleich weitermachen. Da werden wir gleich nochmal hin zurückkommen. Ich wollte mir aber noch einmal kurz das Aufnahmefenster für Sie anschauen oder es Ihnen ein bisschen weiter erklären, weil es hier noch ein bisschen mehr wichtige Sachen zu entdecken wird, gibt. Ja, wenn Sie bereits im Vorfeld nämlich wissen, ja, ich will eigentlich nicht nur ein All-in-One-Capture machen, sondern ich weiß bereits im Vorfeld, ich möchte eine Bildaufnahme machen. Können Sie bereits im Vorfeld die Einstellungen definieren? Dann können Sie sagen, ich möchte vielleicht ein Fenster aufnehmen und dieses Fenster soll vielleicht auch automatisch einen Schlagschatten bekommen und zur Weitergabe vielleicht an eine bestehende, na, wo haben wir es hier, ein bestehendes Word-Dokument geschickt werden. Dann können Sie solche Einstellungen hier im Vorfeld treffen. Und wenn ich jetzt auf Aufnahme klicke, kann ich jetzt ein Fenster auswählen. Dann machen wir das mal. Ich habe jetzt nur ein Fenster offen. Und dieses wird jetzt mit einem Schlagschatten im Editor eingeführt. Und jetzt kann ich es durch Klicken auf Fertigstellen dann auch noch an ein Word-Dokument schicken. Wenn ich jetzt Word offen hätte, würde es in das aktuelle Word-Dokument eingefügt werden. In dem Falle wird es jetzt einfach in ein neues Dokument eingefügt. Ja, und dieses Weitergeben, also an etwas weiteres Schicken, in diesem Fall habe ich jetzt wirklich nur Word als Beispiel genommen, aber Snagit gibt Ihnen viele Optionen, Aufnahmen automatisch, ja, so ein bisschen stapelmäßig an bestimmte Orte zu schicken. Das heißt, Sie können bereits im Vorfeld so ein bisschen Gedanken machen, wenn Sie ein Profil haben und die Aufnahme soll immer an einem bestimmten Speicherort abgelegt werden, dann könnten Sie das zum Beispiel über diesen Reiterdatei dann hier ebenfalls im Vorfeld einrichten. So, ich setze das nochmal hier kurz zurück. Dazu ist es auch sehr praktisch, dass Sie hier oben diese Schaltfläche kennen, rechts oberhalb des Aufnahmeknopfes. Wenn wir da draufklicken, werden alle Einstellungen wieder auf Null oder auf den Standard zurückgesetzt. Das heißt, selbst wenn Sie sich hier mal ein bisschen verspielt haben oder verklickt haben, kann man hiermit immer wieder gut an einfach den Basics, die Standardsachen zurückkommen. Gut, zu guter Letzt haben wir hier noch die Videoaufnahme, das Profil zur Videoaufnahme. Und ich zeige Ihnen auch mal gerade, wie das funktioniert. Das ist nämlich auch sehr spannend. Auch hier haben wir wieder die Auswahl, einen Bereich aufzunehmen. Und wir können auch hier schon die Weitergabe vordefinieren, wobei ich sie oft bei ohne lasse, weil mir dann die Aufnahmen im Editor gezeigt werden. Und im Editor habe ich einfach noch mehr Flexibilität und kann mir anschließend dann genau überlegen, wo soll das hingespeichert oder hingeschickt werden. Ich kann die Webkamera anmachen, wenn ich mich in meinen Videos auch zeigen möchte. Ich hoffe, das klappt. Ich probiere es heute einfach mal. Ja, gleich nochmal. Das wird im Editor geöffnet. Mein Mauscursor wird aufgenommen. Ganz wichtig, wenn Sie bei einer Videoaufnahme, also einer Screencast, einer Aufnahme Ihres Bildschirms, den Ton mit aufnehmen wollen, haben Sie hier die Möglichkeit, das Mikrofon an- und auszuschalten. Und das ist, wenn es blau ist, ist es an. Und wenn Sie mehrere Mikrofone an Ihren Computer angeschlossen haben, also zum Beispiel ein externes als auch ein internes Mikrofon, können Sie es hier über diese Schaltfläche, können Sie dann Ihr anderes Mikrofon auswählen. Und dadurch können Sie dann garantieren, dass dann der Ton auch durch Ihr gutes Mikrofon aufgenommen wird und nicht durch Ihr zweites Mikrofon oder das eingebaute Mikrofon Ihres Computers. Ja, und diese letzte Schaltfläche, die ist auch sehr wichtig zu wissen, Systemaudio aufnehmen. Dadurch können Sie alle Töne, die Ihr Computer von sich gibt, mit einem Klick dann mit aufnehmen. Gut, ich schaue mal gerade. So, wenn Sie zwischenzeitlich schon Fragen zu dem Capture-Fenster haben und dem, was ich zeige, dann stellen Sie die Fragen doch jetzt schon mal in dem Fragefenster, denn ich werde in 3, 4 Minuten mir die Fragen dann mal genauer anschauen und dann auch gezielt darauf eingehen. Ich werde jetzt aber, Moment, genau. So, wenn ich jetzt diese Einstellung getroffen habe, kann ich, wie Sie es vielleicht schon gesehen haben, eine Aufnahme starten, indem ich auf Aufnahme klicke. Ich mache das mal gerade, zack. Und dann bekomme ich auch hier wieder mein Fadenkreuz, kann meine Auswahl treffen und dann auch hier, in dem Fall sind wir jetzt im Videomodus, eine Videoaufnahme starten. Ich kann aber auch, ich gehe nochmal gerade einen Schritt zurück. Ja, und das wollte ich Ihnen zeigen. Und das ist etwas, was die meisten Nutzer sehr häufig nutzen, wenn sie es gefunden haben. Und das ist die Kurztaste. Die Tastenkombination, mit der Sie ebenfalls Aufnahmen starten können. Standardmäßig unter Windows ist das die Drucktaste. Unter Mac ist das Command Shift 2 oder Command Umschalttaste 2. Ja, und in diesem Falle, wenn ich da draufklicke, kann ich auch eine andere Taste definieren. Und ich drücke das eins einfach mal auf meiner Tastatur. Na, wo habe ich es? Die Drucktaste. Und dadurch wird einfach durch diese Kurztaste automatisch meine Aufnahme gestartet mit den aktuellen Einstellungen in Snagit. Und ja, wenn man sich das einmal eingerichtet hat, muss man meistens gar nicht mehr so oft dieses blaue Aufnahmefenster hier aufrufen,
weil man über Druck einfach das das Fadenkreuz aufruft und seine Aufnahme starten kann. Und gerade wenn man den Reiter All-in-One benutzt, wo auch das Druckprofil dahinter steckt, hat man eigentlich Zugriff immer auf alle Aufnahmemöglichkeiten. Gut, ich mache jetzt aber noch mal kurz eine Aufnahme des Videos, um auch Ihnen diesen Prozess zu zeigen. Angenommen, wir haben jetzt hier eine Webseite, einen Prozess, wo wir unsere Anwender, gehen wir mal eigentlich zum nächsten. Gehen wir mal zu dem hier. Wir haben jetzt hier eine Maske, eine Anmeldemaske und wir wollen ein kleines Erklärvideo für unsere Anwender erstellen, wo wir den Umgang mit diesem neuen Dashboard erklären. In dem Fall bin ich jetzt im Video-Tab mit allgemein eigentlich den Standardeinstellungen. Ich benutze jetzt diesmal die Kurztaste, um meine Aufnahme zu starten, sprich Druck auf meiner Tastatur. Zack. Und ich mache jetzt hier eine Auswahl von dem aufzunehmenden Bereich. In dem Fall ist das jetzt wirklich nur mein Browserfenster. Das könnte aber genauso gut auch eine PowerPoint-Präsentation sein, ein OneNote-Dokument, Ihre eigene Software. Alles, was Sie am Computer zeigen, können Sie in dieser Form als Video aufnehmen. Wenn wir diese Auswahl getroffen haben, sehen wir hier oben oder manchmal auch unterhalb dann die Videosymbolleiste. Hier habe ich einmal den roten Knopf, um die eigentliche Aufnahme dann zu starten. Ich habe die Möglichkeit, meine Webkamera mit hinzuzumachen. Ich probiere das mal gerade aus. Ich kann es nicht versprechen, weil die Webinar-Software manchmal dagegen spricht. Ja, aber da sind wir. Hallo und guten Morgen. Als auch hier habe ich dann die Möglichkeit, wie zuvor auch das Mikrofon zu aktivieren oder zu deaktivieren. Und in diesem Dropdown-Menü habe ich ebenfalls Zugriff auf die verschiedenen Mikrofone, um das entsprechende Mikrofon auszuwählen. Und hier ist ebenfalls nochmal die Option von dem Systemaudio, sprich, das sind die Töne, die Ihr Computer von sich gibt. Wenn Sie die mit aufnehmen wollen, also angenommen Ihre Anwendung oder Ihre gezeigten Informationen enthalten Ton, dann aktivieren Sie dies ebenfalls und dann wird der Ton Ihres Computers mit aufgezeichnet. So, aber in dem Sinne habe ich jetzt eine einfache Aufnahme vorbereitet. Ich habe einen Bereich ausgewählt. Mein Ton ist dabei. Kamera und alles andere ist jetzt erstmal aus. Und jetzt klicke ich auf den roten Aufnahmeknopf, um meine Videoaufnahme zu starten, um Ihnen einfach gleich mal zu zeigen, wie spontan und leicht es eigentlich sein kann, so einen kleinen Prozess zu erklären. Also, fangen wir an. Ein kurzer Countdown von 3, 2, 1. Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Tutorial. Ich möchte euch zeigen, wie ihr in dem neuen Learning Management System in das Dashboard eingemeldet werden könnt, um dort neuen Report zu generieren. Nachdem man sich in der Anmeldemaske angemeldet haben, sehen wir das gesamte Dashboard. Und Moment, ich verkleinere das noch mal ein kleines bisschen, damit man das auch besser sieht. Und hier auf dem Dashboard sehen wir auf der linken Seite nur den Reiter Berichte. Klicken wir nun einmal darauf. Auf der nächsten Seite haben wir nun verschiedene Stile für unsere Berichte zur Auswahl. Und für unsere aktuellen Reports benutzen wir hier diesen Bar Graph, wie wir ihn hier an dritter Position zu sehen haben. Also aktivieren Sie diese Option und klicken Sie dann auf Bericht generieren. Und dadurch sehen wir nun den aktuellen Bericht, den wir nun im Team dann weitergeben können. Und so benutzt man das neue Dashboard in unserem neuen Learning Management System. Das war's von meiner Seite und ich freue mich, Sie alle nächste Woche im nächsten Video begrüßen zu dürfen. Tschüss. So, ich habe jetzt dieses kurze Video gemacht. Und wenn ich Stopp gedrückt habe, öffnet es sich im Editor. Wir werden uns gleich noch die Bearbeitung und Weiterverarbeitung des Videos als auch der eigentlichen Bilder anschauen. Ich wollte aber diesen kurzen Prozess des Videos jetzt schon einmal zeigen, weil Sie vielleicht auch gemerkt haben, dass das Video war in dem Sinne jetzt nicht perfekt. Mein Aufnahmebereich war ein bisschen kleiner als mein eigentliches Aufnahmefenster. Ich zeige das mal hier. Ich kann mein Video durchscrubben. Ja. Ich habe angefangen, ich habe mich aber auch ein bisschen geräuspert und ein bisschen nicht verlispelt, aber versprochen. Hier der Aufnahmebereich war nicht ganz genau im gleichen. Da musste ich das ein bisschen anpassen. Hier sind Dinge abgeschnitten. Es ist nicht ideal und wahrscheinlich würde ich es in der realen Welt auch noch ein kleines bisschen besser oder sorgfältiger aufnehmen. Aber was das Wichtigste in unseren Fällen oder auch in Fällen von Ihren Nutzern, Ihren Schülern, Ihren Mitarbeitern, Ihren Kunden ist, ist ja die Wissensvermittlung. Dass man sieht, wo klickt man hin, auf welche Elemente sollte man achten, welche Einstellungen sind hier wichtig. Und diese Informationen habe ich alle in diesem Video drin. Und in dem Sinne ist auch ein sehr spontanes, einfaches Video von einer Minute Länge. Ja, Hollywood.
Ich würde es jetzt wahrscheinlich auch nicht irgendwie auf meine Homepage packen und all meinen Kunden zeigen. Aber um meinen Kollegen oder individuelle Anweisungen zu geben, sind so schnelle, spontane Videos mit Snagit sehr, sehr gut geeignet, weil wir wirklich eine 1:1-Wiedergabe von dem haben, was ich gezeigt und erklärt und gesprochen habe. Und in dem Sinne ist es so, als ob ein Arbeitskollege oder jemand zu mir ins Büro gekommen wäre. Ich hätte es denen gezeigt. Aber die haben diese Informationen jetzt digital und können die sich beliebig oft wieder anschauen. Gut, an der Stelle würde ich jetzt einfach mal kurz fragen, bevor wir jetzt tiefer in den Editor einsteigen. Wir haben jetzt hier dieses Capture-Fenster von Snagit. Gibt es hierfür spezifische Fragen, die ich beantworten kann? Nutzen Sie hierzu das Fragefenster oder das Chatfenster? Das müsste auf der rechten Seite im GoToWebinar-Dialogfenster zu sehen sein. Und wir haben auch schon die ersten paar. Eine Sekunde, ich lese mal gerade. Gut, eine Frage kam, das Arbeiten mit Profilen bitte erläutern. Na klar, machen wir das doch gerne. Also, vielleicht haben einige von Ihnen das hier schon entdeckt, dass hier es hier unten eine Option gibt mit dem Thema Profile. Wenn ich da draufklicke, haben wir hier zwei, drei Sachen bereits verfügbar. Und diese Profile sind eine Sammlung an Aufnahmeeinstellungen, die Sie abspeichern können. Ja, was das bedeutet, ist Folgendes. Ich hatte ja vorhin gezeigt, dass wir hier diese Einstellung angepasst haben. Wir hatten ein Vollbild aufgenommen, wir hatten Effekte hinzugefügt, die Sachen automatisch an Word geschickt und auch hier weitere Sachen angepasst. Und all diese Einstellungen lassen sich in einem Profil abspeichern, sodass man die nicht immer wieder manuell aktivieren muss. Machen wir das doch mal. Ich klicke hier auf dieses kleine Plus bei den Profilen. Und ich könnte die aktuellen Einstellungen einfach übernehmen, aber ich erstelle mal ein neues Profil. Und da bekomme ich, ziehe das mal ein bisschen runter, dass man es ein bisschen besser sieht, im Grunde eine Art Mini-Snagit-Fenster. Und sagen wir mal, wir wollen jetzt einfach mal ein Profil machen. Das soll einen Bereich aufnehmen. Es soll vielleicht das Bild automatisch skalieren. Da kann man auch nochmal hier von der Größe her sagen, das soll automatisch auf die Größe von 25 oder 20% skaliert werden. Und zur Weitergabe ist das okay. Das soll im Editor geöffnet werden und der Cursor soll dabei sein. Sagen wir, das sind so die Einstellungen, die wir öfters gerne mal benutzen. Wir wollen Screenshots machen, wir wollen sie aber automatisch gleich runterskalieren. Dann speichere ich das Ganze nun ab und nun wird es in meiner Profilleiste hinzugefügt. Und ich nehme das jetzt mal mit Bild mit 20% Skalierung. Gut. So, und nun habe ich in meiner Profilleiste hier unten dieses Profil immer zur Auswahl. Ja, und wenn ich nun auf das Profil klicke, werden Sie vielleicht sehen, dass es hier oben all meine Einstellungen von diesem Profil übernommen hat. Bild skalieren, Cursor aufnehmen. Ja. Ich kann meinem Profil ja auch eine bestimmte Kurztaste hinzufügen. Mache ich mal Steuerung Shift 5. Und dann kann ich immer über die Kurztaste Steuerung Shift, Umschalttaste 5 dieses spezielle Profil aufrufen und aktivieren. Oder ich kann auch einfach hier auf diesen Knopf klicken. Ich bekomme dann wieder mein Fadenkreuz. Ich mache hier mal gerade einen kleinen Screenshot. Und der wird nun in Editor geöffnet und wurde bereits automatisch runterskaliert, weil das die Einstellung war, die ich diesem Profil gegeben hatte. Ja, also nochmal, die Profile befinden sich hier unten. Die können Sie aufrufen. Mit den Profilen können Sie einen Standardsatz Ihrer Aufnahmeeinstellungen als Profil hinterlegen. Sie können der ganzen Sache auch noch eine Kurztaste geben und somit haben Sie immer schnellen Zugriff auf die Einstellungen, mit denen Sie regelmäßig arbeiten. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Ich gebe das gerade mal auf die nächsten Fragen. Gibt es Snagit auch als reine Software-as-a-Service-Anwendung? Nein, das gibt es momentan noch nicht. Snagit wird noch als traditionelles Lizenzmodell vertrieben, dass man sich das kauft als Lizenz. Man erwirbt die aktuelle Version 2020. Man besitzt die dann lokal auf seinem Computer, dort wird die installiert. Eine komplette Cloud-Service oder auch eine richtige so Subscription- oder abomäßige Version gibt es leider noch nicht. Aber danke für die Frage, das ist etwas, worüber wir nachdenken. So, eine Frage, das kommt bestimmt nachher nochmal. Ich nutze bereits Camtasia, das ist ein anderes Tool von uns, von TechSmith. Da sehen Sie wahrscheinlich auch meine ganzen Icons auf dem Desktop. Was bringt mir Snagit noch zusätzlich? Und hier ist die Antwort folgendes, dass Snagit Ihnen auf der einen Seite Bild-Foto-Möglichkeiten gibt und Bildbearbeitungsmöglichkeiten. Ja, das heißt, damit können Sie auch Bilder und Grafiken erstellen, die Sie dann wiederum in Ihren Camtasia-Videos, aber auch in PowerPoint, Word, E-Mails, sonstigen Projekten weiterverwenden können.
Zudem hat Snagit, ist Snagit sehr gut geeignet für schnelle, spontane Videos, da Snagit bereits automatisch eine MP4-Datei kodiert und dadurch entfällt der ganze Render- oder Produktionsprozess, den es in Camtasia gibt. Und dadurch hat man einfach schneller von Start bis fertig eine Aufnahme. Das geht mit Snagit im Grunde in der Zeit, die es dauert, eine Aufnahme zu machen. Und dadurch eignet es sich gerade für so spontane, schnelle Informationsvermittlungen, so wie ich das gerade eben gemacht habe, das bisschen informellere. So, welche Fragen gibt es noch? Mal gucken, kann ich das Video? Eine Frage kam, kann man das Video auch mit Pfeilen, Stempeln oder Ähnliches ergänzen wie im Bild? Jein, da kommen wir gleich drauf, aber das ist eine gute Frage. In dem Videomodus, den ich gezeigt habe, den wir hier über diese Videofläche ansteuern, geht das nicht. Es gibt aber eine Möglichkeit, die werde ich noch zeigen, aufgenommene Bilder innerhalb von Snagit anschließend nochmal in ein Video zu konvertieren und dieses Video dann noch einmal zu besprechen. Das zeige ich aber in einer Minute. Ja? So, wie kann man die Kurztaste für Druck ändern? Das wäre die Kurztaste hier unten. Das ist sehr einfach. Klicken Sie einfach drauf, dann wird es so aktiviert und dann können Sie was anderes eingeben. Und ich mache mal Kontrollsteuerung 6. Ich hoffe, das ist noch nicht benommen, belegt. So, und jetzt ist meine Standard Kurztaste für all meine Aufnahmen, Steuerung, Umschalttaste 6. Ich drücke das mal gerade und es müsste mir jetzt ein All-in-One-Profil auslösen. Habe ich jetzt hier Auswahl getroffen und jetzt habe ich hier mein All-in-One, wo ich dann auch hier wieder eine Videoaufnahme starten könnte, wenn ich das wollte, oder die Bildaufnahme oder das Panorama. Gut, das hat dann hoffentlich die Frage beantwortet. Eine Frage zum Thema Terminalserver, da müsste ich ehrlich gesagt nochmal nachschauen, da werde ich auf Sie zurückkommen. Dann darf ich Snagit auch parallel auf meinem Notebook installieren? Ja, das dürfen Sie. Wenn Sie Snagit besitzen, dann dürfen Sie die Lizenz auf zwei Rechner installieren, solange diese Rechner Ihnen gehören. Also in dem Sinne Notebook und Arbeitsrechner oder Mac und Windows oder der große und der kleine Rechner. Ja, wenn Sie mehr als einen Computer benutzen, dann können Sie Snagit auf bis zu zwei dieser Computer dann mit der gleichen Lizenz installieren. Das ist bei der Lizenzierung mit dabei. Und dann gibt es eine maximale Aufnahmedauer für Video mit Snagit. Jein, nicht wirklich. Also technisch gesehen begrenzen wir die Sache nicht. Man muss aber gucken bei der Leistung des eigenen Rechners als auch dem verfügbaren Speicherplatz auf der Festplatte, dass dann irgendwann ja Sachen bisschen an die Grenzen des Möglichen kommen. Aber wir haben schon gute Erfahrungen gemacht mit Videos, die eine Stunde lang waren, ohne große Probleme zu haben. Ja, also ich denke, wenn Sie sich ja, Stunde Videos sowieso nicht so empfehlenswert. Ich glaube, die meisten Betrachter und Anwender bevorzugen eher Videos im Bereich von 3 bis 10 Minuten, vielleicht bei längeren oder schwierigen Themen auch mal 20 Minuten. Aber viel, viel länger würde ich aus eigener Erfahrung auch gar nicht machen, sondern lieber kleinere Häppchen oder kleinere Einheiten erstellen. Gut, kurz noch die letzte ein, zwei Fragen. Da fragt jemand, wie man zu diesem Dashboard bei Discovery kommt, bei dieses Beispiel, was ich gezeigt habe. Ja, das ist wirklich nur ein Beispiel, das haben wir uns ausgedacht und selbst programmiert, um einfach zu verdeutlichen, wie man da Sachen, ja, wie man Sachen durchklicken kann. Wenn Sie es anschauen wollen, discover.techsmith.com/user-analytics.de, da kommen Sie hier auf unsere kleine Demo-Seite, aber das ist wirklich nur ja, eine Demo-Seite, um das bisschen zu visualisieren, wie man Screenshots machen kann. So, noch kurz einen Blick auf ob es noch brennende Fragen gibt. Sonst würde ich die anderen für den Rest aufheben und noch mal ein bisschen weiter mit der Demo machen. Genau, die anderen Fragen, da werde ich noch drauf eingehen, entweder am Ende oder dann per E-Mail. So, und jetzt schauen wir doch mal uns den Snagit-Editor genauer an. So, denn das ist eigentlich wirklich die zweite große Stärke von Snagit, die Nachbearbeitung der ganzen Sachen. Sie haben jetzt schon gesehen, wir haben eine Aufnahme gemacht oder auch hier die von vorhin. Wenn wir eine Aufnahme machen, so wird die hier im Snagit-Editor geöffnet. Ja. Wenn es ein Bild ist, dann haben Sie hier oben Bearbeitungswerkzeuge, die schauen wir uns gleich an. Die Bearbeitungswerkzeuge, Text, Pfeile, Formen, wenn Sie die anklicken, haben auf der rechten Seite auch noch weitere Einstellungen. Das heißt, hier kann man dann zwischen den verschiedenen Farben wählen und die auch hier unten noch einmal genauer definieren. Und zudem haben wir dann hier unten eine sogenannte Ablage, wo alle Aufnahmen gesammelt werden, die Sie ja mit Snagit aufnehmen und dazu auch noch mal mehr. Ich wollte jetzt aber mal kurz noch mal hier die Bearbeitungswerkzeuge kurz zeigen. Wenn wir jetzt hier unseren Screenshot gemacht haben, können Sie Ihren Aufnahmenbereich schon einmal in der Größe verkleinern,
oder verändern, indem Sie einfach die Randpunkte nehmen und diese ziehen. Dadurch können Sie auch schon mal den Bereich Ihrer Aufnahme ein bisschen trimmen und in Position bringen. Dann haben wir oben eine Reihe unserer Werkzeuge, das hatte ich ja schon erwähnt. Und dann wähle ich jetzt einfach mal hier einen Standardstil aus und sage mal hier anmelden. Das ist jetzt noch nicht so schön und visuell geworden, aber ich kann das dann, so wie Sie das eigentlich auch aus anderen Programmen kennen, kann man das dann markieren und man kann dann hat dann hier die Möglichkeiten, als auch hier die Farbe und den Stil der ganzen Sache noch mal ein bisschen anzupassen. Und irgendwie das gerade machen wir hier den, genau, können wir hier die Farbe dann noch mal anpassen, so dass sie zum Beispiel auch zu unserem Branding passt. Zusätzlich lassen sich auf die gleiche Weise natürlich Pfeile und sonstiges einfügen. Also so wie Sie es eigentlich auch aus anderen Anwendungen kennen. So, eine Sache wollte ich Ihnen jetzt aber gerne zeigen. Und zwar hat Snagit hier oben zwar unsere Standard, Tools, aber es verstecken sich noch ganz viele weitere Werkzeuge, wenn Sie auf Mehr klicken. Ja, also wenn Sie diesen Punkt noch nicht entdeckt haben, und ich bin immer überrascht, wie viele Anwender den noch nicht kennen, klicken Sie mal darauf. Denn hier haben Sie zum Beispiel auch ein Tool, um eine Unschärfe einzublenden. Das heißt, wenn Sie an einer bestimmten Stelle personenbezogene Daten haben, wie jetzt, ich sag mal, eine E-Mail-Adresse, eine URL, ja, etwas, was Sie nicht zeigen wollen, können Sie das mit diesem Tool verpixeln oder verwischen, so dass dann bestimmte Daten nicht oder bestimmte Bereiche einfach nicht zu sehen sind. Aber das macht natürlich mehr her, als einfach nur irgendwie mit Schwarz drüber zu kritzeln. Was ich auch sehr hilfreich finde, ist dieses Tool hier unten. Das ist die Liste. Denn mit dieser Liste können wir Arbeitsschritte nummerieren. Und auch hier habe ich jetzt auf der rechten Seite ein paar verschiedene Stile. Und ich klicke mal eins oben drüber. Da sehen Sie diese Farbschemas. Da können Sie auch eigene Farbschemas anlegen und haben dann sozusagen Farbpaletten zur Auswahl. Und in dem Fall machen wir jetzt mit diesem Listenwerkzeug, habe ich mir jetzt einfach mal diesen grünen Stil ausgewählt. Dann nehmen wir mal den hier mit der Spitze. Und jetzt kann ich sagen, klicken Sie bitte zuerst hierhin, dann hierhin und dann hierhin und zuletzt noch einmal hier oben auf Anmeldung, um auch hier einen gewissen Ablauf oder einen Arbeitsschritt zu zeigen. Gut, wenn Sie nun hier, ich sag mal, ich passe diese Farbe an und wir sagen, wir arbeiten für ein großes ja, Kommunikationsunternehmen, das diese Farbe gerne benutzt. Und wir wollen diese Farbe nun, ich zeige das mal hier unten, müsst ihr da sitzen, genau, als einen unserer Standardstile definieren, so dass wir den immer zur Verfügung haben. Können wir hier unten auf dieses kleine Plus klicken und dadurch wird dann dieses rosane Magenta, ja, dieses Werkzeug in diesem Stil in meine Standardpalette übernommen. Und ist jetzt auch hier verfügbar und ich kann das auch, wenn ich möchte, an die oberste Stelle ziehen. Und habe dadurch jedes Mal, wenn ich das Tool jetzt aufrufe, habe ich dann auch hier meinen Standardstil zur Verfügung und kann den dann weiterverwenden. So, und wenn Sie nun wie ich bin, der oft mit Liste arbeitet und Unschärfe, aber nicht so oft das Stempelwerkzeug verwendet, dann ist das schon manchmal nervig, die ganze Zeit hier hin und her klicken zu müssen, immer um das nächste Werkzeug zu finden. Denn wenn ich jetzt hier, ich sag mal, Zuschneiden auswähle, dann wird immer der letzte Punkt ersetzt. Und das Werkzeug Liste von gerade eben rutscht wieder hier rein, das Dropdown. Ja, wenn Sie so sind wie ich, dann wollen Sie vielleicht die Symbolleiste konfigurieren. Das geht hier unten über diesen Punkt. Klicken wir mal drauf. Und dann bekommen Sie ein Fenster, das so aussieht. Unter Mac ist es minimal anders. Aber trotzdem, ja, sieht es sehr ähnlich aus. Und hier, die Grundidee ist folgende. Wenn Sie jetzt hier oben Werkzeuge nicht mehr in der Symbolleiste haben möchten, wie zum Beispiel die Stempel und auch vielleicht den Effekt für die Füllfarbe können Sie die entfernen und Sie können andere Werkzeuge nach oben schieben. Ich mache mal mein Listenwerkzeug und als auch die Unschärfe, die möchte ich gerne hier oben haben. Und außerdem bin ich auch ein Mensch, der noch ganz gerne druckt. Deswegen hätte ich ganz gerne meine Druckoptionen hier oben. Und ja, ich glaube, das ist ganz okay fürs Erste. Dann klicke ich auf Fertig und habe jetzt meine eigene Symbolleiste geschaffen. Sprich, Sie haben jetzt hier selber Ihre Werkzeuge immer zur Verfügung, die Liste, die Unschärfe, die Sie oft benutzen. Und alles, was Sie entfernt haben, ist immer noch da. Es befindet sich lediglich in diesem verlängerten Dropdown-Menü. Hier ist jetzt das Stempelwerkzeug, das ich entfernt hatte und die Füllfarbe. Das heißt, Ihre Werkzeuge sind nicht weg. Aber so können Sie Snagit so ein bisschen einrichten, dass es immer auf Ihre, ja, dass Snagit immer das zeigt oder Ihre Werkzeuge zur Verfügung hat, die Sie benötigen. Gut, ein kleiner Blick auf die Fragen. Der Ton war kurz weg. Ich hoffe, die anderen können mich noch hören. Ich hoffe, das war nur Schluckauf in der Leitung. Eine Frage kam, kann man nicht alle Symbole in diese Leiste legen? Ja, je nach
Bildschirmauflösung geht das. Ich habe jetzt meine Bildschirmauflösung weit runtergestellt, dass Sie meine Symbole relativ groß sehen, hoffentlich im Webinar. Wenn Sie einen größeren Bildschirm haben, dann ist hier oben auch generell mehr Platz und dann können Sie auch mehrere von den Symbolen hier oben reinlegen. Ja, müssen Sie jetzt ein bisschen gucken, wie es bei Ihnen dann direkt aussieht. So, schauen wir mal gerade, was ich Ihnen noch gerne zeigen kann. Einfach auch mit Blick auf die Uhr und wissen, dass wir leider 10 Minuten später anfangen mussten wegen den technischen Problemen. Wir haben nun hier unten noch einen ganz wichtigen Punkt oder ganz wichtig. Ich finde ihn aber ganz gut. Hier unten kann man nämlich auch die Größe des eigentlichen Bildes nochmal anpassen. Wenn Sie also wissen, dass Sie etwas vergrößern oder verkleinern müssen, können Sie das hier einfach machen. Können Sie dann hier eingeben, dieses Bild soll ja nur 300 Pixel groß sein. Damit ich es so einfügen kann, ist das sehr schnell mit Snagit gemacht. Gut. Was Ihnen vielleicht schon aufgefallen ist, und ich hatte es ja schon erwähnt, die Aufnahmen werden hier unten abgelegt in der sogenannten Ablage. Und wenn ich mache mal noch eine Aufnahme, ich benutze jetzt einfach mal meine Kurztaste, Steuerung, Umschalttaste 6 hatten wir, glaube ich, gesagt. Machen wir hier nochmal einen Schnappschuss und nehmen auch den wieder als Bild auf. Werden die immer hier unten abgelegt. Und hier unten sammeln sich im Grunde Ihre letzten 20 Aufnahmen. Und ich denke da immer dran, so ein bisschen wie ein Fotograf. Sprich, ich kann einfach ganz viele Snapshots und Fotos oder Videos machen und kann die anschließend sichten und welche, die ich dann vielleicht doch nicht brauche, wie das hier, die kann ich dann anschließend zumindest von hier unten löschen. Ja, das ist auch so ein bisschen hilfreich, weil Sie dann nicht jeden Screenshot oder jeden Snapshot jedes Mal einzeln abspeichern müssen. So, was passiert jetzt aber eigentlich mit diesen Bildern, die Snagit speichert? Das ist nicht eine Frage, die kriegen wir so oft. Die werden nämlich auch in der sogenannten Snagit-Bibliothek abgelegt. Die Snagit-Bibliothek können Sie entweder hier oder noch einfacher hier oben links aufrufen. Und die Snagit-Bibliothek ist eine komplette Sammlung aller Aufnahmen, die Sie jemals mit Snagit gemacht haben und nicht wieder gelöscht haben in dem Sinne. Die werden alle auf Ihrer lokalen Festplatte gespeichert, also nichts mit Cloud und Datenschutz und so weiter, sondern Datenschutzbedenken, sondern die liegen bei Ihnen auf der C-Platte standardmäßig. Ja. Und können auch wieder über diese Bibliothek gelöscht werden. Also wenn ich zum Beispiel weiß, dass ich dieses Bild gar nicht mehr haben möchte, kann ich das mit einem Rechtsklick auch einfach löschen. Dann wird es von Windows gelöscht und in meinen Papierkorb gelegt und es ist dann wieder auch komplett weg. Diese Bibliothek hat aber den Na Vorteil, dass ich hier meine gesamten Bilder wiederfinden kann. Ich habe jetzt zum Beispiel, kann ich auf der linken Seite filtern und mir nur anzeigen lassen, alle Bilder, die ich mit Snagit gemacht habe. Und dann sehen Sie schon, ja, die Maschine habe ich noch nicht so lange. Da sehen Sie schon, was ich jetzt in den letzten 3, 4 Wochen auf dieser Demo-Maschine schon alles aufgenommen habe. Ich kann mir auch nur meine Videos anzeigen lassen, wenn ich das möchte. Und auch hier hilft es mir dann, meine Aufnahmen, meine Projekte schnell wiederzufinden, wenn ich nämlich weiß, ach, die Anfrage hatte ich doch schon mal, diese Grafik hatte ich doch schon mal erstellt. Das war doch letzten Monat. An 23. Mai, März, dass man dann dadurch im Grunde durch die Zeit zurückgehen kann und seine Aufnahmen wiederfinden kann, die man wiederverwenden möchte. Auf die gleiche Weise kann man hier auf der linken Seite auch nicht nur bei Datum oder bei Format sortieren, sondern auch, was ich sehr praktisch finde, bei Anwendung. Wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich habe ein Bildschirm Screenshot genommen aus Windows Explorer, kann ich jetzt einfach alle Windows Explorer-Fotos anzeigen lassen. Und kann dann auch hier wieder einen Screenshot öffnen, der mir oder eine Aufnahme öffnen, die aus diesem Explorer stammt. Ja, in dem Sinne ist die Bibliothek ein sehr toller Ort, weil dort alle Ihre Aufnahmen wiedergefunden werden können und organisiert werden können. Zur Organisation lassen sich auch noch sogenannte Tags, also Keywords vergeben. Ja, das können Sie vielleicht in eigener Regie noch einmal anschauen. Gut, ich gucke mal gerade auf die Uhr. Ja, die Uhr sagt 53, also bis voll 11 werde ich auf jeden Fall noch machen und wahrscheinlich auch ein bisschen überziehen, wenn Sie Zeit haben, einfach in dem Sinne, dass ich auf alle Ihre Fragen noch eingehen kann. Ich schaue mir jetzt aber mal die anderen Fragen an, die wir noch bekommen haben jetzt gerade eben. Und wenn Sie weitere Fragen zu diesem Editor haben, dann stellen Sie die bitte jetzt, bevor wir uns dann gleich noch einmal die Videofunktion genauer anschauen in Snagit. Wie kann ich meine Einstellungen sichern, dass sie auf einem neuen PC wiederfinde? Ah, es kommt auf die Einstellungen an, aber viele können sie nicht wirklich übertragen. Sie können einmal Ihre gesamte Bibliothek exportieren. Das finden Sie in den Editor Einstellungen. Da gibt es eine Option, um die Bibliothek als Backup zu erstellen. Dadurch wird alle Ihre 20, 30, 50.000 Bilder, die Sie genommen haben, werden exportiert und dann können Sie die auf Ihrem nächsten Computer wieder installieren.
Sie können sich auch diese, wenn Sie hier Farben einstellen oder neue Farbschemen generieren, können Sie die exportieren und auch hier Ihre Einstellungen dann auf den nächsten Computer übernehmen. Darüber hinaus, meines Wissens lässt sich nicht mehr viel mitnehmen auf den neuen Computer. Ich glaube, die Profile lassen sich auch noch mal individuell exportieren und übertragen. Ja, alles andere dann wahrscheinlich muss dann noch mal von Hand mit nachgestellt werden. Können eigene Icons integriert werden? Ja, zwei Möglichkeiten. Zum einen können Sie einfach ein ganz normales Bild in Snagit öffnen. Das öffnet sich dann wie so ein zweites Bild als PNG oder JPEG. Und das können Sie dann durch Klicken und Ziehen einfach auf Ihre vorhandenen Bilder drauflegen. Eine zweite Möglichkeit sind die sogenannten Stempel. Die sind standardmäßig hier oben, aber ich habe die jetzt in dem heutigen Beispiel hier in mein Stempelmenü eingesetzt. Und diese Stempel sind sogar ziemlich viele vorgefertigte, ja, Bilder und sonstiges, die Sie in Ihren Videos verwenden können oder in Ihren Bildern, nicht Videos, in Ihren Aufnahmen. Und Sie können über Stempel verwalten, können Sie auch eigene Grafiken und Icons hinterlegen, auch gerne als vektorbasierte PDF-Dateien. Und das heißt, dann könnten Sie dann auch automatisch eine kleine Sammlung Ihrer eigenen Icons, Grafiken und so weiter ablegen. Und wenn Sie dann etwas benötigen, ich gehe mal gerade hier zu dem hier, sagen wir, wir benötigen das hier ist eins unserer Icons. Können Sie die dann, ups, das war der falsche hiermit, können Sie die dann einfügen, größern, anpassen und können sich dann auch hier über Ihre Stempel eine eigene Icon-Sammlung sozusagen ansammeln. Genau, die Frage kam, ob das Symbolleisten-Layout gespeichert und weitergegeben werden kann. Das kann leider nicht gemacht werden. Ja, genau, können Bibliotheken geteilt werden? Man kann die auf einen anderen Computer übertragen, aber es gibt nicht wirklich die Möglichkeit, dass mehrere Benutzer oder mehrere Computer auf die gleiche Bibliothek zugreifen. Das haben wir leider technisch noch nicht ausgereift. Es gibt ein paar Nutzer, die haben ihre Bibliothek auf Dropbox oder OneDrive ausgelagert und das geht für die meistens gut, aber das ist offiziell nicht unterstützt. Gut, animierte GIFs werde ich gleich zeigen. Vorlagen werde ich ebenfalls gleich zeigen. Und was bedeutet die Anmeldung bei TechSmith im Editor? Da, ja, wenn man sich ja anmeldet im Editor, dann hat man zum Beispiel die Möglichkeit, also einmal gehört es zur Registrierung der Software dazu und zum Zweiten hat man eine Möglichkeit, zum Beispiel die Aufnahmen auch an screencast.com zu schicken. Das ist ein Cloud-Speicherort, wo Sie dann einen Link bekommen, den Sie weitergeben können, was das Weitergeben der Bilder um einiges vereinfacht. Also wenn ich zum Beispiel dieses Bild an Kollegen geben wollte und sie sind angemeldet, klicke ich hier drauf. Mein Video oder mein Bild wird kurz hochgeladen im Hintergrund. Das müsste jetzt auch, na, ich hoffe, die Leitung macht mit. 3, 2, 1. So, jetzt habe ich hier einen Link bekommen. Diesen Link kann ich jetzt in meinem Browser einfügen oder an einen Kollegen weitergeben. Und dadurch öffnet sich dann das Bild oder die Videoaufnahme, die ich mit Snagit erstellt habe. Und die sehen die bei sich im Browser, sehen genau, wo die in dem Fall Benutzereinstellungen sind und können darauf reagieren. Gut, Blick auf die Uhr. Ja, ein paar müssen jetzt los. Es wird auf jeden Fall eine Aufzeichnung geben und ich werde auch alle anderen Fragen noch dann anschließend per E-Mail beantworten. Ich werde jetzt aber noch 5 oder 10 Minuten weitermachen, um Ihnen noch ein bisschen mehr bei der Videoaufnahme von Snagit zu zeigen, als auch die Vorlagen. Und wie gesagt, ich entschuldige mich noch einmal für die technischen Schwierigkeiten heute Morgen. Die Internetleitung hat einfach nicht mitmachen wollen. Gut, also. Schauen wir uns noch einmal dieses Video an, was wir vorhin erstellt haben. Dieser kurze Durchlauf. Sie sehen, alles ist dabei. Den Ton hören Sie jetzt selbst nicht. Der ist aber dabei. Der wird einfach von der Webinar-Software nicht übertragen. Das glauben Sie mir einfach. Und die haben wir jetzt auch am Ende. Mich noch einmal, wie ich kurz in die Kamera reinspreche. Ihnen ist vielleicht aufgefallen, dass es Bearbeitungswerkzeuge, dass die grau sind, wenn sie im Videomodus sind, verglichen mit den Bildern. Dann sind die alle verfügbar und man kann die auswählen. Bei Video ist das nicht möglich, denn die Videos mit Snagit lassen sich im Nachhinein nicht in Snagit noch einmal groß bearbeiten. Das Einzige, was Sie machen können, ist Versprecher oder lange Pausen rausschneiden. Sprich, wenn ich jetzt am Ende, wenn ich meine Aufnahme gemacht habe und ich entscheide mich, ja, diese letzten paar Sekunden, wo ich mit der Kamera zu sehen bin, die will ich vielleicht doch nicht haben, dann markiere ich die mit diesen grünen, weiß-roten, jemand hat es neulich mal die Italienfahne genannt, markieren wir diesen Bereich, den wir nicht haben wollen. Und können diesen Bereich nun mit Klicken ausschneiden. Und dadurch ist dieser Teil aus meinem Video einfach entfernt. Das gleiche kann ich anwenden, wenn ich in der Mitte einen langen Versprecher oder einen langen Versprecher oder eine Pause drin habe. Kann ich die ebenfalls markieren.
und auf diese Weise ausschneiden. Ja, das geht auch nochmal am Anfang, aber mehr ist in der Videobearbeitung von Snagit in diesem aktuellen Modi nicht möglich. Ich zeige aber gleich noch einen zweiten Weg, wie man dann auf die Aufnahmen draufmalen kann. Ja, was Sie aber auch machen können, wenn Sie jetzt hier so ein Video gemacht haben und Sie wollen aus einem Abschnitt Ihrer Aufnahme ein GIF, also ein animiertes GIF erstellen, können Sie das machen. Sagen wir wollen von diesem Zeitpunkt, wo der Mauszeiger hier sitzt, der wird da gleich hier auswählen und auf Bericht generieren klicken. Dann wählen wir diesen Abschnitt mal aus. So, das ist genau dieser Abschnitt, den wir haben wollen. Und statt ihn jetzt auszuschneiden, klicke ich auf diese Schaltfläche GIF. Dadurch wird, da werde ich auch nochmal gefragt, könnte das ganze Video verwenden, es wäre aber zu lang, kann ich aus dieser Auswahl, die ich getroffen habe, also von hier bis hier, ein kleines animiertes GIF machen. Da kriege ich jetzt hier nochmal ein paar Einstellungen. Ja, ich nehme jetzt einfach mal das, wie es so ist. Ich klicke auf Erstellen und jetzt bekomme ich hierdurch eine kleine animierte GIF-Datei, die ich dann wiederum in anderen Bereichen verwenden kann. Ganz wichtig, bei GIF-Dateien ist kein Ton dabei. Dafür sind sie aber von der Dateigröße meistens um einiges kleiner als die Videos und brauchen keinen Videoplayer, um wiedergegeben werden zu können, sondern die lassen sich auf Webseiten und sonstigen Bereichen einbetten und dann hat man immer diese kleine Animation, die da spielen ist, die dann immer wieder abspielt. Also es nutzt sich, hilft gerade, wenn man jetzt eine Anleitung schreibt oder Anweisungen geben muss, wo so irgendwie zwei, drei kleine Schritte gezeigt werden wollen müssen. Auswählen, Bericht generieren, klicken, so Sachen. Man hierzu aber nicht Text schreiben möchte oder nur ein Bild haben möchte, aber Video zu viel des Guten wäre. Dafür sind so animierte GIFs eigentlich sehr, sehr praktisch. Gut, was kann man jetzt mit diesem Video machen? Man kann dies abspeichern. Dazu kann man auf Datei speichern untergeben. Dann bekommen Sie eine. Ups, da sind wir jetzt noch bei der GIF-Datei. Entschuldigung, ich gehe nochmal zu der ersten Aufnahme, die mit dem Ton von vorhin. Ja. Datei speichern unter. Da kann ich jetzt hier diese MP4-Datei generieren. Ich lege die einfach mal bei mir auf den Desktop. Und diese MP4-Dateien sind ja der aktuelle Standard, also das Format MP4 ist der aktuelle Standard. Das heißt, das können Sie auf YouTube hochladen. Sie können es bei sich im Learning Management System hochladen. Sie können diese MP4-Datei, wenn sie klein genug noch ist oder kurz genug ist, noch per E-Mail verschicken. Sie können sie bei SharePoint hochladen. Sie können sie aber auch in andere Programme wie Camtasia oder iMovie oder Final Cut oder PowerPoint integrieren und dort auch nochmal weiterverarbeiten. Das heißt, die Videoformate, die Sie aus Snagit rausbekommen, dieses MP4, das ist sehr, ja, sehr leicht und sehr flexibel einsetzbar. Und dann diese Datei, die wir gerade gespeichert haben, können Sie dann, wie gesagt, dann im Idealfall bei sich dann hochladen und irgendwo zur Verfügung stellen. Gut, so eine Frage nochmal. Wie markiere ich Zeiträume zum Ausschneiden? Das hatte ich gerade eben schon mal gezeigt, aber ich zeige es gerne noch einmal. Das ist hier diese kleine Italienfahne. Mit dem Grün markieren Sie den Anfangspunkt, mit dem Roten markieren Sie das Ende dieser Auswahl. Dann können Sie sich das noch einmal anhören und überprüfen, dass dieser blaue markierte Bereich genau der Bereich ist, der entfernt werden soll. Und vielleicht nochmal feinjustieren, dass es genau stimmt. Und wenn Sie diese Auswahl getroffen haben, klicken Sie auf Ausschneiden und können die dann herausschneiden. Super. Gut, jetzt würde ich Ihnen aber ganz gerne noch den zweiten Aufnahmemodi von Snagit zeigen, für die Videoaufnahmen. Denn bis jetzt hatten wir nur live aufgenommen, was bereits auf dem Computer war. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit. Und hierzu gehe ich noch mal kurz, ups, Entschuldigung, gehe ich noch mal kurz hier auf meine Webseite und ich mache mir mit, ich habe ja jetzt hierzu mache ich eine kurze Reihe von Screenshots, die jetzt mehrere Folien oder Schritte darstellen. Das ist jetzt mein erster Screenshot, zack, den habe ich jetzt aufgenommen. So, dann gehen wir jetzt in den zweiten. Ich mache meinen zweiten Screenshot. Ups, das war die falsche Taste. Ich starte jetzt auch hier wieder meine Aufnahme mit meiner Kurztaste. Wähle jetzt auch hier wieder meinen Aufnahmebereich aus. Und ja, schließen wir den noch ein drittes Mal. Und dann ist hier der Bericht der Ansicht. Und jetzt machen wir einfach noch eine dritte Aufnahme, damit ich Ihnen gleich zeige, worauf ich hinaus möchte. So, jetzt sind wir hier in Snagit drin und ich habe hier meine drei Aufnahmen gemacht. Die sehen Sie jetzt hier unten in der Leiste. Das einmal ist die Anmeldemaske
wählen Sie Berichte und klicken Sie dann auf Bericht generieren. Und diese Bilder sind jetzt natürlich Bilder, kann ich jetzt noch mal einmal anpassen. Das ist nämlich eines der Vorteile, dass ich jetzt hier die Bearbeitungsmöglichkeiten habe und mein Bild noch einmal ein bisschen vorbereiten kann im Grunde. Oder wenn jetzt dann doch ein paar Sachen drin sind, die nicht gezeigt werden sollen, kann ich die auf meinem Grundbild sozusagen vorbereiten für die eigentliche Videoaufnahme. Wenn das jetzt soweit eigentlich alles mal ganz gut stimmt, dann wähle ich 1, 2, 3, wähle ich meine drei Bilder aus und gehe dann auf Erstellen, Video aus Bildern. Und nun hat Snagit meine drei Bilder im Grunde hier unten hingelegt. Es öffnet ein Videoaufnahmefenster. Es gibt mir die Möglichkeit, meinen Ton mit aufzunehmen. Also dieses Symbol heißt hier unten, kennen Sie zum großen Teil schon. Und der große Unterschied ist, ich habe jetzt hier auf der linken, Entschuldigung, auf der rechten Seite Zugriff auf ein paar Werkzeuge. Und diese Werkzeuge sind die, die sich unter Favoriten befinden. Das hatte ich Ihnen vorhin noch nicht gezeigt. Aber Sie können zu diesen Favoriten jedes beliebige Werkzeug hinzufügen. Und dadurch können Sie sich über die Favoriten auch eine kleine Sammlung an Werkzeugen machen, die Sie gleich für die Videoerstellung verwenden möchten. Ja, ich zeige Ihnen jetzt mal, wie das so im Grunde aussehen könnte, wenn ich jetzt meine drei Screenshots, meinen einfachen Arbeitsschritt als Video kommentieren möchte, die ganze Sache aber auch noch mit den Pfeilen und Formen beschriften möchte. Also fangen wir kurz an. Ich habe jetzt mal hier oben auf der rechten Seite den Pfeil ausgewählt. Hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Video. Ich zeige euch heute, wie man sich bei dem neuen Dashboard anmeldet. Klicken Sie hierzu zunächst einmal auf die Option Anmelden. Als nächstes sollten wir hier das allgemeine Dashboard sehen. Und wenn wir uns jetzt hier die Benutzerzahlen ansehen, merken wir, dass es eine große Vergrößerung in den letzten Monaten gab und wir sollten einen Bericht erstellen. Berichte können wir auf der linken Seite in dem Reiter Berichte erstellen. Deswegen klicken wir nun einmal darauf und sollten dann die Berichtsoberfläche sehen. Hier haben wir die Möglichkeit, den Stil auszuwählen. Ich empfehle eigentlich immer diesen hier. Und wenn wir dann soweit sind, klicken wir auf Bericht generieren und haben nun dann unseren Bericht über unsere Anwender. Das war's von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gut, jetzt habe ich auch hier wieder kurz Stopp geklickt. Und auch hier bekomme ich, wie Sie es vielleicht kennen, ein Video von Snagit, wo, wenn ich das jetzt mal abspiele, mein Ton ist dabei, als auch alles, was ich auf diese Bilder mit drauf gemalt habe, mit meinen Zeichenwerkzeugen. Und das hat den Vorteil, dass ich jetzt halt noch mal im Nachhinein ein bisschen erklären und erläutern konnte, worum es ging. Das heißt, ich war jetzt nicht nur wie vorhin auf das beschränkt, was ich am Computerbildschirm live zeigen konnte und mit der Maus erklären konnte, sondern ich konnte im Grunde meine drei Bilder vorbereiten und die dann in aller Ruhe und mit Hilfe meiner zusätzlichen Malwerkzeuge besser und gründlicher erklären. Und das ist vielleicht auch für Sie eine Möglichkeit. Das müssen ja auch nicht nur Screenshots von Softwareanwendungen oder Dashboards sein, sondern Sie könnten ja auch 3, 4, 5, 6 PowerPoint-Folien abfotografieren, die dann in Snagit sozusagen vorliegen haben und die dann auf die gleiche Weise noch einmal zu annotieren oder durchzusprechen. Ja, auch hier haben wir jetzt die Möglichkeit, das Video zu bearbeiten, Bereiche herauszuschneiden, wenn wir das wollen, und auf die gleiche Weise, wie wir das vorhin gemacht haben. Genau, also wenn wir auch hier einen Versprecher haben, einfach markieren, ausschneiden und dann können wir das ebenfalls als Datei MP4 abspeichern oder wenn wir möchten, können wir es auch direkt weitergeben, wenn Sie bereits sagen, ja, ich habe eigentlich meinen eigenen FTP-Server, wo das hin soll oder ich benutze OneDrive oder vielleicht sogar Sie haben einen YouTube-Account, wo Sie das ablegen wollen oder dürfen, dann können Sie das da direkt benutzen. Ansonsten einfach als Datei weitergeben, dann kriegen Sie die lokale MP4 auf Ihrer Festplatte. Gut, kurzer Blick auf die Fragen. Animierte GIFs hatten wir gehabt. Templates zeige ich gleich in einer Sekunde noch. Die Anmeldung hatten wir auch schon. So, kann der Ton nachträglich unterlegt werden? Nicht wirklich. Also wenn Sie jetzt mit Snagit ein Video gestartet haben und eine Videoaufnahme gestartet haben und dazu sprechen, dann ist dieser Ton dabei. Der ist dann eigentlich bei Snagit final mit reingerechnet. Sie könnten Ihre Aufnahme dann an einem anderen Programm, ich sag mal, einem höherwertigen, stärkeren Videoschnittprogramm wie Camtasia oder iMovie oder sowas öffnen und dort eine Nachvertonung durchführen. Ja, oder wenn Sie halt wirklich Ihre Aufnahme nachträglich besprechen wollen, dann können Sie ja vielleicht auch diesen Weg gehen, den wir gerade gemacht hatten, wo wir im Grunde Screenshots vorbereiten, wie wir das jetzt gemacht haben, die dann auswählen und diese drei dann
nachträglich besprechen. Aber wenn Sie einen Fehler gemacht haben in der Besprechung oder so weiter und das Ganze nochmal neu aufnehmen müssen, das geht in Snagit selbst leider nicht. Da ist auch hier ein kleiner Tipp, dass es eigentlich ganz gut ist, wenn man sich bei Videos auf kürzere Videos konzentriert und probiert, nicht ja, zu lange Videos zu erstellen, weil ja, kürzere Videos kann man auch schnell nochmal neu aufnehmen, wenn irgendwie das falsch gelaufen ist. Bei längeren geht dann einfach mehr Zeit und Aufwand mit verloren. So, so die Nein. Ich gucke nochmal kurz bei den Fragen. Kann man Videos aus verschiedenen Zeiträumen aus der Bibliothek auswählen und in einem Video zusammenstellen? Sprich, kann ich mehrere Videos kombinieren in ein längeres Video? Nein, das ist mit Snagit auch leider nicht möglich. Snagit ist wirklich nur für die schnelle Bildschirmaufnahme und einfache Videobearbeitung in diesem Sinne gedacht. Bisschen was Komplizierteres, das Zusammenstellen ist nicht möglich in Snagit selbst. Aber wie gesagt, nachdem es MP4-Dateien ist, könnten Sie die alle exportieren und dann in einem anderen Programm zusammenheften. Da gibt es kostenpflichtige, aber auch kostenfreie Programme, die Ihnen das ermöglichen. So, gut. Paar Leute müssen weg. Ich schaue mal gerade, was sonst noch an Fragen da sind. Zack, zack, zack. Ah, jemand fragte, ob man mehrere Bilder aus der Bibliothek zusammenfügen kann. Ja, und da gehen wir doch am besten gleich mal in die zweite und wahrscheinlich auch letzte Funktion, die ich Ihnen noch zeigen möchte, und das sind die Vorlagen. Und zwar habe ich jetzt die folgende Situation. Ich habe jetzt hier nochmal, ich gehe nochmal gerade zurück. Wir haben jetzt hier unsere drei Fotos vorbereitet und da zeige ich Ihnen auch nochmal gerade einen Klick-Tipp. Wir haben ja hier auf diese Fotos draufgemalt. Ich kann natürlich die Pfeile wieder manuell entfernen. Ich habe aber auch die Möglichkeit, über Bearbeiten den Ausgangszustand wiederherzustellen. Wird oft übersehen, diese Funktion, aber wenn ich draufklicke, kriege ich meine Originalaufnahme wieder. Das hat man hier jetzt nicht gesehen, weil der Pfeil schon da war. Aber ich wiederhole das noch einfach mal hier. Bearbeiten, Ausgangszustand wiederherstellen. Entfernte einfach alle Bearbeitungen, die durchgeführt wurden. Und somit kann man nochmal zurück zu Basis Zero gehen. So, wenn ich nun mehrere Bilder kombinieren möchte, ja, aus meiner Bibliothek oder auch Aufnahmen, die ich hier unten erstellt habe, wäre der erste Schritt, dass man die öffnet, sodass die sich hier unten in der sogenannten Ablage, dass die da angezeigt werden. Ich gehe nochmal in die Bibliothek und sagen, wir wollen noch zusätzlich dieses Bild dabei haben. Mache hier nochmal einen Doppelklick. Dann wird es hier unten in meine aktuelle Ablage hinzugelegt. Nun kann ich die Bilder, die hier unten liegen, miteinander kombinieren. Ein einfacher Weg wäre es, ein Bild aus der Ablage auf das andere Bild draufzuziehen und dann nochmal anzupassen. Ja, dann werden die so ein bisschen zusammengelegt, dann kann man die kombinieren, so ein bisschen wie auf einer PowerPoint-Folie. Das will ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht machen, sondern ich wollte Ihnen zeigen, dass wir auch ein Bild aus einer Vorlage erstellen können. Und dadurch können wir Bilder kombinieren. So, ich klicke da mal drauf und hier bekommen wir so ein Vorschaufenster, also einen Manager nennen wir den, glaube ich, intern, wo ich verschiedene Vorlagen habe, um mehrere Bilder miteinander kombinieren zu können. Und da sind bei Snagit selbst, ja, ich glaube, ein ganzes Dutzend oder so mit dabei. Es gibt aber auf unserer Webseite hier über weitere Downloads noch weitere Vorlagen zum Herunterladen. Einige sind kostenfrei, es gibt auch ein paar kostenpflichtige. Da können Sie einfach mal vorbeischauen. Ich selbst finde die, die hier dabei sind, aber schon sehr, sehr praktisch. Und ich nehme jetzt einfach mal die hier, weil ich sage, ich habe jetzt hier vier Fotos, die ich miteinander kombinieren möchte, in eine übersichtliche Anleitung. Ja, wir haben jetzt hier vier Arbeitsschritte. Klicke ich mal auf Erstellen und bekomme jetzt hier so eine Art Vorlage. Und jetzt kann ich hier in diese Platzhalter da, wo dieses Bild liegt, kann ich meine vier Screenshots ziehen. Ich klicke, ziehe und lasse es fallen. Eins, zwei, drei, vier. Und nun habe ich schon mal meine vier Bilder in diesen Bilderplatzhaltern drin. Die Bilder selbst kann ich mit einem Doppelklick nochmal innerhalb des Platzhalters vergrößern und anpassen, sodass dann vielleicht genau die Details zu sehen sind und der Abschnitt, der auch zu sehen sein soll. Na, komm hier. Doppelklick, dann kann ich das anpassen, dass man dann, na, wir wollten ja hier unten die Option mit den Berichten zeigen. So, den ziehen wir auch noch ein bisschen rüber. Gut, selbstverständlich lässt sich auch der ganze Text dann anpassen, wenn wir sagen, erster Schritt, öffnen Sie die Anwendung. Ja. Und so lassen sich dann auch mehrere Bilder in einen übersichtliche, ja, ein bisschen übersichtlicheres Dokument kombinieren, was Ihnen dann hoffentlich dann auch wieder Zeit spart. Das können Sie ja ziemlich dann drucken oder als PDF abspeichern. Und so können Sie dann auch ein bisschen schriftlichere, ja, Dokumente erstellen, die bestimmte Schritte oder so weiter unterlegen. Und bei diesen Vorlagen, ich mache die einfach nochmal auf,
Gibt es auch verschieden viele. Also es sind nicht immer nur Arbeitsschritte, die gezeigt werden, sondern es gibt auch irgendwo hier so eine Zeitleiste, wenn man die nachts, wenn man da etwas darstellen möchte. Oder hier ein großes Piktogramm, was dann anhand der verschiedenen Punkte erklärt wird und so weiter. Da können Sie einfach selbst auch mal schauen, was es da sonst noch alles gibt. Eine Frage. Das Hinzufügen von Favoriten funktioniert nicht. Haha, gute Frage. Erklären wir doch mal gerade, was diese Favoriten sind. Also diese Favoriten, die haben die vielleicht auch schon in Ihrer Toolleiste hier oben gesehen in der Menüleiste. Und zwar ist das der Sammelort für Werkzeuge, die Sie immer wieder und häufig verwenden. Sprich, ich habe zum Beispiel jetzt hier, ich benutze diesen, ich sag mal, ich habe hier einen Pfeil, der soll in meinem hässlichen Rosa sein, der soll gestrichelt sein. Den sehen wir jetzt hier unten. Und von den Einstellungen her soll der am Ende so eine Kugel haben und an dem Ende auch. Sagen wir mal einfach, das ist ein Effekt, den ich ganz gerne benutzen möchte. Dann füge ich ihn zum ersten Mal mit dem Klick einfach allgemein zu meiner Stilauswahl hinzu. Das heißt, jedes Mal, wenn ich jetzt die Pfeile aufrufe und mich in dem Schema Urban befinde, habe ich hier meinen gestrichelten Pfeil. Aber dazu muss ich jedes Mal drei, vier Mal klicken, um da überhaupt hinzukommen. Nun kann ich hier auf dieses kleine Sternchen klicken, bei fast allen Effekten und Werkzeugen. Und wenn ich etwas mit einem Stern versehen habe, ist es dann automatisch hier in meinen Favoriten verfügbar. Das gleiche kann ich auch mit den Stempeln machen. Wenn ich jetzt aus irgendeinem Grund dieses Bluetooth-Icon regelmäßig benutzen möchte, ist nur noch das in meinen Favoriten drin. Und so können Sie über dieses Sternchen Ihre häufig verwendeten Optionen einfach mit einem Klick hier hinzufügen. Und das, was Sie in Ihre Favoriten einfügen, ist dann auch bei Ihnen verfügbar, wenn Sie ein Video machen. Ja, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel diese beiden auswähle und über Erstellen Video aus Bildern mache, kriege ich jetzt wieder hier meine Videoaufnahme und habe dann aber auch hier auf der rechten Seite jetzt dieses komische Rosane, was ich gebaut habe, das Bluetooth-Icon, als auch diese Textart, die ich hinzugefügt habe. Das heißt, Sie können dann die Malwerkzeuge, die Sie für Videos benutzen, auch selbst ein bisschen definieren. Eine Person hat jetzt gerade bei diesen Favoriten technische Schwierigkeiten. Da müssen wir einfach nochmal im Anschluss an das Webinar per E-Mail schreiben. Ich komme dann einfach auf Sie zu. Gut, an dieser Stelle schaue ich mal auf die Uhr. Es ist jetzt Viertel nach. Ich würde mal sagen, ich öffne jetzt noch einmal, ja, die sozusagen, wenn Sie noch einmal Fragen haben, wäre jetzt die Chance, mir Ihre letzten Fragen zu stellen. Ansonsten zeige ich Ihnen danach noch ein, zwei kleine Tricks und dann beenden wir die Sache für heute auch, nachdem wir dann alle wahrscheinlich auch weiter müssen. So, kommen noch Fragen hinzu? Sind noch 50 Teilnehmer dabei? Also in dem Sinne vielleicht noch Interesse da, aber wenn jetzt erstmal nicht kommt, dann zeige ich Ihnen noch genau eine super coole Sache in Snagit und zwar ist das die scrollende Webseite, Entschuldigung, dieses Panorama Capture. Und zwar habe ich jetzt hier als Vorbereitung, machen wir das mal ein kleines bisschen größer, eine Webseite und die scrollt, ja, das könnte aber auch ein scrollendes Dokument sein oder ein scrollendes Word-Dokument oder ich benutze es auch zum Beispiel oft mit Excel-Tabellen, die sehr lange nach links und rechts scrollen. Und ich möchte Ihnen zeigen, wie Sie ein scrollendes Dokument aufnehmen können. So, zurück zu Snagit und ich klicke jetzt ich bin im All-in-One-Capture-Modi und ich drücke auf meine Aufnahme. Ja, auf meinen Aufnahmeknopf. Ihr könnt auch einfach die allgemeine, die Kurztaste wieder benutzen. Ich bekomme mein Fadenkreuz und jetzt wähle ich erst einmal hier so ein bisschen salopp das Fenster auf, das ich aufnehmen möchte. Und ich passe diesen Bereich noch einmal an. Ja, und ich habe jetzt die Möglichkeit, ein Panorama-Capture aufzunehmen. Das kennen Sie, ja, das mit diesen Pfeilen dran. Und das ist so ein bisschen wie das Panorama-Capture auf Ihrem Handy, wo Sie ja auch im Grunde das Bild oder die Szene durch den Aufnahmebereich bewegen, um dann ein längeres oder ein breiteres Bild aufzunehmen. Und genau das können wir mit Snagit auch machen. Ich aktiviere das Panorama Capture, bekomme jetzt hier nochmal so einen zweiten Balken und muss jetzt hier diesen Aufnahmebereich so auswählen. Das ist ganz hilfreich, wenn man jetzt zum Beispiel Toolleisten und sowas ein bisschen entfernt und nur die Sachen wirklich im Bild hat, die auch nachher sich bewegen werden beim Scrollen. Dann klicke ich auf Start und jetzt muss ich im Grunde nur meinen Scrollbalken benutzen und mein Bild durch den Aufnahmebereich durchschieben, soweit ich möchte. Ich höre mal hier auf, denn das, was unten im Impressum steht, das brauche ich nicht aufzunehmen. So, jetzt drücke ich hier auf Stop bei Snagit. Und nun hat Snagit alle, im Grunde ganz viele kleine Fotos gemacht und verarbeitet die jetzt
Das heißt, das heftet die und rechnet die jetzt gerade zusammen. Und wenn alles gut geklappt hat, ja, hat es mir mein gesamtes Bild als ein langes, scrollendes Dokument aufgenommen. Da kann ich jetzt auch nochmal von der Ansicht her ein bisschen heranzoomen, dass Sie das auch wieder ja, so sehen, wie es jetzt auch wirklich aufgenommen wurde. Und so können Sie dann ja auch scrollende Aufnahmen von oben nach unten aufnehmen und das so verwenden. Auch hier noch ein kleiner Tipp. In den Profilen ist in der Regel das scrollende Panorama Capture bereits als Kurzprofil hinterlegt. Das heißt, ein anderer Weg, wie man das starten könnte, ist, indem man diese Profile öffnet, hier draufklickt. Jetzt machen wir mal hier unseren Aufnahmebereich. Jetzt machen wir den mal lang und dünn, einfach mal ein bisschen was anderes zu haben. Und haben dann jetzt hier nicht mehr diese Auswahl von Panorama Capture, das wird übersprungen, sondern wir können jetzt hier gleich die Aufnahme starten. Und in dem Fall scrollen wir jetzt mal nach oben. Beziehungsweise, ja, doch, scrollen wir einfach mal ein bisschen nach oben statt nach unten. Wir könnten auch nach links oder rechts scrollen. Und das sollte jetzt eben so geklappt haben. Da sollten wir jetzt auch gleich einen längeren Ausschnitt von dem Bild haben, das wir aufnehmen wollten. Gut, es gibt noch sehr, sehr viel mehr in Snagit zu entdecken, zu dem wir es leider nicht die Zeit haben. Ja, ich könnte wahrscheinlich noch 3 Tage über Snagit Sachen erzählen. Aber was ich Ihnen jetzt ganz gerne noch ans Herz legen würde, um zum weiteren Lernen von Snagit sind unsere Tutorials. Wenn Sie sich auf unsere Webseite begeben und unter Support die Tutorials aufrufen, dann haben wir hier die Snagit Tutorials. Und wenn wir die jetzt einmal anklicken, ich mache das mal noch groß, haben wir hier einmal oben so einen ja, die Basics. Diese Videos sind so 3, 4 Minuten lang. Schauen Sie sich die nochmal an. Das ist sehr ähnlich zu dem, was ich Ihnen heute gezeigt habe. Aber ein paar Details sind natürlich noch mit dabei. Und schauen Sie sich danach auch hier unten nochmal die fortgeschritteneren Sachen an, weil Ihnen dann zum Beispiel auch erzählt wird, wie Sie Text Capture benutzen können. Damit können Sie Text aus einem Bildschirmausschnitt extrahieren, wie man Text ersetzen kann, wie man eine fortgeschrittenere Einheit zum Thema animierte GIFs. Genau, da sehen Sie dann verschiedene weitere Lernvideos, die Ihnen dann noch weiter Tipps und Tricks vermitteln. Gut, nochmal gucken, was es für Fragen noch gibt. Panorama Capture kam an. Die Frage zu Terminalservern. Meines Wissens nach ist es, Herr Schmidt, da werde ich einfach nochmal auf Sie per E-Mail zurückkommen, weil ich mir ehrlich gesagt die Nachricht nochmal nachschaue, die Antwort erst nochmal suchen muss. Ja? Gut, in dem Sinne, irgendwo hatte ich noch eine letzte Folie für das Webinar. Na, wo haben wir die? Super. Gut. Jetzt wollte ich im Grunde noch sagen, was Sie jetzt im Anschluss noch erwartet. Ja, ich werde Ihnen jetzt in 2, 3 Stunden die Aufzeichnung des Webinars per E-Mail zukommen lassen. Da sind auch die Tutorials noch einmal drin verlinkt. Ich werde mir noch mal die ganzen Fragen durchschauen und gucken, was ich vielleicht verpasst habe und deinen Personen dann entsprechend beantworten. Und ja, alles Weitere, glaube ich, ergibt sich dann von selbst. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag. Ich bedanke mich, dass Sie alle dabei waren. Und ich bitte Sie noch einmal zu entschuldigen, dass wir heute einen bisschen späteren Start hatten als sonst. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen schönen Nachmittag und alles Gute. Tschüss.